Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Heinrich ist wieder da. Ich spiele wieder Heinrich, nachdem wir jetzt gerade einige Zeit mit Theresa verbracht haben. Mit dem wirklich wunderbaren DLC, das Los einer Frau, A Woman's Lot. Hätte nicht gedacht, dass das so cool ist. Ich dachte, eigentlich sollte ich nicht überrascht sein, immer wie cool Kingdom Come Deliverance ist, aber das war wirklich, wirklich klasse. Dadurch ist Theresa als Charakter wirklich nochmal viel wichtiger für mich geworden, als es schon im Hauptspiel war, ohne den DLC. Und nochmal eine ganz andere Perspektive gewonnen hat. Finde ich richtig, richtig klasse. Aber jetzt sind wir zurück mit Heinrich und mit Köthe. Und wir können ein bisschen überlegen, was wir wohl so machen wollen. Wir haben als Aktivitäten die ganze Geschichte mit den Müllern. Ich bin da nicht ganz sicher, ob Heinrich jetzt sich da so in die Richtung entwickeln möchte. Er ist jetzt nicht so dringend in der Notsituation, dass er irgendwie verhungert oder irgendwas anderes so dringend ist, dass er absolut das machen muss. Stehlen und betrügen. Mal gucken. Ansonsten haben wir ganz allgemein die Hauptquest Vergeltung. Na gut, das ist ein sehr fernes Ziel. Aber das klingt doch gar nicht schlecht eigentlich. Wir haben wir wollen eine Audienz bei Herrn Ratzig. Ich denke, es ist mal gar nicht verkehrt, dass wir uns da mal wieder melden. Ich will mal kurz lesen, was die Quest sagt. Ich schreckte aus Albträumen hoch. Theresa, die Tochter des Galitzers Müllers, saß neben mir. Es stellte sich heraus, dass sie es war, die mir mit der Hilfe von Hauptmann Robert und seinen Männern das Leben rettete. Auch das war cool, das in dem DLC jetzt nochmal aus einer Sicht zu erleben. Richtig klasse. Danach brachte sie mich nach Ratei zur Mühle ihres Onkels Peschek. Während ich im Fieberwahn lag, pflegte sie mich. Theresa hat ebenso wie ich alles verloren und lebt nun bei ihrem Onkel. Ich darf bleiben, wenn ich es wünsche, doch ich habe eine Schuld zu begleichen. Die Wundsorge war nicht kostenfrei. Na, dann geh doch mal hier zu Herrn Ratzig. Gucken wir mal in Birkstein hier oben. Wir müssen ein bisschen durch den Regen stapfen. Köter macht auch sein Ding. Passt schon. Und bevor es weitergeht, möchte ich eben noch eine Sache nachschauen. Bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Muss nur kurz was checken. So, na dann. Auf zu Herrn Ratzig oder erstmal zur Burg und mal gucken, ob wir überhaupt eine Audienz bekommen. Da scheint sogar ein bisschen die Sonne durch. Könnte es eigentlich fast einen Regenbogen geben. Ich glaube, das gibt es im Spiel nicht. Auslauf ist auch nicht schlecht für Köthe. Auf der Karte siehst du alle Orte, an die du mittels Schnellreise gelangen kannst. Wähle einfach aus, wohin du reisen willst und bestätige deine Auswahl. Okay. Ja, will ich jetzt aber gar nicht. Vielen Dank für das Angebot. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich. Der Sohn des Galitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Was soll denn das jetzt? Warum wird denn der plötzlich so schnauzig? Naja. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Ist das ein Spinner? Wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus.
Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rathei. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Dann auf zu Herrn Ratzig. Mich stören wir ja nicht gerade beim Essen. Was ist denn hier? Sind wir hier richtig? Stehlen? Ne, ich will nicht stehlen. Ich kenne mich in der Burg hier überhaupt nicht aus. Die mir ruhig mal sagen können, wo ich hin soll. Scheint eher in die Küche zu gehen. Okay. Hier bin ich nicht richtig. Vielleicht da. Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Rathei genug Platz und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städter und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt... desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllerstochter, Theresa.
Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Rathai. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst das nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Ah, es lief am Ende ja trotzdem ganz gut. Hauptstufe, neuer Spezialisierungspunkt verfügbar. Und die Quest haben wir abgeschlossen. Noch ein Turnier, ja gut, bis wir an ein Turnier teilnehmen können, wird es noch ein bisschen dauern. Aber wir sind jetzt in den Diensten und wir können auch mit Hauptmann Bernhard trainieren. Der soll uns nicht zu leicht rannehmen. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht, so wie der eben schon drauf war. Ist alle nicht so begeistert. Herr Ratzig hat uns aber hier tatsächlich da mal seine angenommen. Brauchen auch einen Fürsprecher. Ich glaube, da können wir was schaffen. Wenn wir da ein bisschen unsere Chance bekommen, wir zeigen können, was wir drauf haben.
Üben wir ein bisschen mit dem Bernhard, ein bisschen kämpfen. Ja, das ist ja das Mindeste, was wir brauchen. Wir sind halt eben irgendein Schmiedesohn. Wir haben am Anfang gesehen, wie gut wir mit dem Schwert umgehen können. Nämlich so gut wie gar nicht. Bisschen mit dem Holzschwert geübt. Und uns damit nicht gerade gut angestellt. Weißt, wir haben eine Menge vor uns, wenn wir besser werden wollen. Ohne Fleiß kein Preis. Herr Ratzig wünscht, dass ich mich von seinem Hauptmann, Herrn Bernhard, im Kampf unterweisen lasse. Er gilt als unwirsch und ich bin mir nicht sicher, ob er darüber glücklich sein wird, dass Herr Ratzig mich, den Sohn eines einfachen Schmieds, in den Dienst nimmt. Der war offensichtlich nicht glücklich. Naja. Aber hier, auf dem Übungsplatz vor der Stadt, können wir mit ihm trainieren. Aber er ist immer selber erst auf dem Weg, das heißt, wir können da auch nicht sofort hinrennen. Und so ein bisschen umschauen. Brut haben mir alles genommen. Gott sei mit dir. Tonda. Wie behagt dir das Leben in Ratai? Schätze, uns aufzunehmen war gütig, aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Ratz sich zum König hält. Mach's gut. Ja. Haben wir mal eine bessere Chance, haben eine Möglichkeit, uns unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Meine Familie, wurden von Theresa und dem Müller gerettet. Wir müssen jetzt hier nicht betteln wie die hier. Gelobt sei Jesus Christus. Oh, das gleiche Fragen. Wer sagt ja was anderes? Mal gucken. Wie behagt dir das Leben in Ratai? Schätze, uns aufzunehmen war gütig. Weißt du, was wirkt? Die Leute sagen, es wäre... Okay. Mach's gut. Das sieht man, wenn es ausgegraut ist, dann sagt er nur das gleiche wie ein anderer. Gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Siehst so schlimm aus. Gut, ich sehe schon ein bisschen schlimm aus, aber als wären die anderen hier alle blitzblank. Mal ein bisschen was über Ratai vielleicht in Erfahrung bringen. Wie den Hanusch. Ganz cool gerade. Sympathischer Typ irgendwie. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Ach so. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Wie ist das Leben in Ratai? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Nicht viele Städte haben das. Und wir haben hier alles, was wir brauchen. Apotheker, Waffenschmied, Schwertschmied. Und wir haben eine prunkvolle Kirche und nette Wirtshäuser. Klingt gar nicht schlecht. Wie kommen die Ratayer mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Skalitz ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Schreckliches! Wie ich hörte, häuten sie einen bei lebendigem Leib. Und was sie mit den Weibern anstellen. Lieber sich selbst das Leben nehmen, als diesen Heidenhunden in die Hände fallen. Natürlich immer viel, auch Gerüchte und so weiter, aber die haben teilweise auch schon üble Sachen gemacht. Kann ich das hier mal waschen jetzt? Ist nicht alle... Okay. Hier immer so anschnauzen. Gesundheit, Energie, Auffälligkeit und keine negativen. Es gibt aber keinen Wert direkt für Dreck oder so. Gucken, ob ich gleich wieder so angesprochen werde. Mal kurz schauen, dass ein paar Sachen essen, bevor die schlecht werden. Es hält eigentlich eine Weile, würde man denken. Wir pfeifen uns mal so einen Apfel rein. Und einen Käse. Ja, der mal wegschmatzt. So. Mehr als 100 wollen wir mal nicht. Was ist denn jetzt unten los? War der Käse schon schlecht? Was ist denn jetzt passiert? Eine Lebensmittelvergiftung. Warum? Pass nächstes Mal besser auf, was du zu dir nimmst. Das war ein Käse. Stärke, Agilität, Vitalität. Uff. Okay. Ich werde uns gleich noch übergeben müssen. Das war doch nur ein Käse. Ein Käse wird auch nicht so schnell schlecht. Und ein Apfel. Ein paar braune Stellen. Oh Gott. Psst. Komm her, junger Mann. Was? Ich? Hey. Guten Tag.
Wieso lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb. Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Ich fange jetzt bestimmt nicht an, irgendeine Stadtwache auszurauben, weil wenn wir da erwischt werden, wenn wir jetzt gerade einen guten Start bekommen durch Herrn Ratzig, der uns hier ein bisschen vertraut. Die anderen haben uns die Möglichkeit gegeben, jetzt da irgendwie in der Stadtwache auch was zu machen. Als Speerträger mit und mit Herrn Bernhard zu trainieren. Da wäre ich ja schön blöd für ein paar Groschen, irgendwie so einen Scheiß zu machen. Such dir wen anders dafür. Die Pest soll dich holen, dich und deine Nachkommen. Schimpft sich Christ und verweigert seinem Nächsten die Hilfe? Gott behüt dich. Gott behüt dich. Das ist so geil. Ja, danke. Lässt jetzt bei mir keine Zweifel aufkommen, dass das die richtige Entscheidung war, wenn er als Nächstes gleich so reagiert. Jetzt los hier gewesen. Kommt und betrachtet meine Waren. Ich habe alles, was ihr braucht, ob daheim oder bei der Arbeit. Ach, ich muss mal kurz rausfinden, warum das hier so flackert. Da bin ich wieder. Das war jetzt eine kleine Odyssee. Sage ich am Ende der Folge mal was dazu, wenn euch das interessiert. Ist immer noch besser. Aber jetzt spielen wir erstmal weiter. Ich habe einen Krämer entdeckt. Okay. Aber ich glaube, wir gehen erstmal tatsächlich jetzt einfach zum Hauptmann Bernhard. Und gucken uns mal an, was der so zu sagen hat. Ich will ein bisschen besser im Schwertkampf werden. Wie gesagt, er war eben schon nicht so begeistert, als er überhaupt nur davon gehört hat, dass wir da in die Dienste aufgenommen werden. Und dass er uns trainieren soll, hat wahrscheinlich noch weniger Bock zu. Aber, ja, man sieht es noch, ein bisschen spinnt das noch. Ich muss echt mal gucken. Aber ich habe jetzt ohne Witz 4 Stunden da gerade dran rumgebastelt, weil ich noch was anderes dann dabei kaputt gemacht habe, aus Versehen. Und ich bin da nicht ganz fertig, aber ich habe jetzt auch gerade keine Lust mehr. Es ist spät am Abend, ich möchte jetzt hier gerne noch ein bisschen spielen. Und das kriegen wir schon noch hin, später. So. Ein paar Sachen jetzt vorbeigelaufen. Ratei gucken wir uns nochmal später genauer an. Ich will gleich meine erste Lektion bekommen. Das wurde uns schließlich versprochen und das ist wichtig. So, am Kampfplatz. Wir sind soweit. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Du weißt schon. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Ratzig es wünscht. Und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Machen wir die Grundlagen ruhig nochmal zuerst. Erstmal ist es nicht verkehrt, vielleicht lernen wir noch was Neues. Und zweitens kommen wir dann gleich nicht so klugscheißermäßig rüber. Also gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Mach's gut. Ist jetzt immer noch drin, diese automatischen Verabschiedungen. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu.
Gut gemacht. So ist's recht. Nicht schlecht. Genau. Sehr gut. Ups, ich wollte ein bisschen in die Richtung wechseln. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Zustechen. Schwacher Angriff. Schneller, präziser, weniger Schaden. Yeah. Genau. Genau. Sehr gut. Das genügt. Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. So, Kombo aneinander rein, startet so ein Angriff, sobald der vorherige endet. Du kannst die Angriffszone wechseln oder dieselbe Stelle wiederholt angreifen. Ja, ich lese das gerade nochmal. Sofort drücken, nachdem dein Angriff den Gegner getroffen hat. Okay. Das Touchfenster liegt zwischen dem Angriff auf den Gegner und dem Ende des Schwungs. Sehr gut. Genau. So ist's recht. Jetzt widmen wir uns der Verteidigung. Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. Genau. Genau. Falsch. Falsch. Nochmal. Nein, nicht so. Nicht so, verflucht. Nicht so, verflucht. Nein, versuch's doch gerade, Monk. Klappt das nicht. Verdammt. So ist's recht. Genau. Ach, nun gut, ist einfach manchmal. Dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Guter Schlag. Mal abzuwehren. Okay. Siehst du? Zuerst locken, dann überrumpeln. Gut, das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an der ich mein Schwert nicht halte. Yeah! Genau. Okay. Schön. So ist's recht. Gut gemacht. Gut. Gut. Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Schön. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen.
Nochmal. Ach, das war zu früh. Ah, genau. Was doch nicht immer so langsam. Ja. Au. Nicht schlecht. Ach, sehr gut. Schön. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Gut gemacht. So ist's recht. Wenn ich nur von oben angegriffen werde, in Zeitlupe, ist alles okay. Schön. Gut. Gut. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Verdammt. Das hat geklappt. Au, das nicht. Das nicht. Ab und zu klappt's, weil man rechnet ja auch damit dann. Hauptmann Werner! Warte kurz, Heinrich. Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzis geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Ratzig hat es befohlen. Ich weiß, eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Nein, nicht so! Aber ich drücke doch zur Seite. Muss ich gedrückt halten, denke. Ah, okay. Gut. Dazu. Nein, nochmal. Falsch, nochmal. Mach ich das zu falsch. Spät? Ah, okay, ich muss ein bisschen sehr früher gut machen. Sehr gut. Gut. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Nicht schlecht. Gut. Nicht schlecht. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Bereite den Angriff vor, indem du die Maustaste gedrückt hältst. Genau. Das ist natürlich das ist wirklich gut. Ich freue mich überlegt, ob man das nicht wechseln kann. Gut gemacht. Nein! Nein, nein, nein! Ja! Sehr gut! Nein! Muss ich das mal von oben machen? Ich will gerade probieren, von unten. Ah, nee, okay. Gut gemacht!
Smelfint ist gut. Sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Du kannst hierher kommen und mit mir üben, wann immer dir danach ist und du nichts Besseres zu tun hast. Ich kann dir bestimmt noch etwas Neues beibringen. Puh, gar nicht so, ne? Warte, Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Das auch noch gleich. Okay, Augenblick, ich wollte eigentlich ganz kurz mal meine Stats anschauen. Also, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gelernt. Und nicht nur, dass wir halt das gelernt haben, wie man halt die Sachen richtig benutzt, sondern wir haben auch unsere Stats verbessert, gerade eben im Kampf. Ich kann mal kurz reingucken. So, Kampf. Kampf sind wir Level 1, haben die Finte gelernt. Verteidigung sind wir Level 2 und den perfekten Block. Und mit dem Schwert haben wir hier schon was dazugelernt, sind wir auch auf Level 2. Dafür brauchen wir Stufe 3. Können wir auch bald lernen. Na gut. Wir könnten sogar Werte verbessern. Das hier aber noch. Frischluft nach dem Kerker. Da wäre noch was Neues dabei gewesen, war aber noch nicht. Na gut, dann Bogenschießen. Bogenschießen kann ich schon gut. Das habe ich mit Theresa geübt damit. Das kennen wir schon. Können wir ein bisschen besser als hier mit dem. Als mit dem Schwert. Ey, der stille Typ jetzt. Dann gehen wir zum Bogenschießen. Sieht jetzt aus? Okay. Köter. Mach hier keinen Stress. Also das Kampfsystem ist nicht ganz einfach. Das ist schon ein bisschen kompliziert mit dem Ausweichen, den Blocken, den perfekten Blocken, ja, den Konterangriffen und so weiter. Also müssen wir schon ein bisschen gucken, wie das genau geht. Ja, und außerdem muss man halt auch die Stats hochleveln. Wenn man jetzt auch kämpfen möchte in der Welt, und das ist im Spiel jetzt nicht unbedingt verkehrt, es gibt schon viele Situationen, wo man kämpfen möchte oder sollte. Dann kann man halt hier mit Bernhard schon ein bisschen trainieren. Das sollte man regelmäßig machen. Das ist etwas, was, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das ist. Man denkt so, ja gut, ich habe ja meine, kann jetzt schon kämpfen, aber da wundert man sich, warum man dann so auf die Nase kriegt von Banditen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas, zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Aber man muss auch sagen, er unterrichtet uns gut. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich dem zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Ja. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Das war gar nichts.
Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterbrochen. Ich habe dir halt noch zugehört. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Ich habe zugehört erstmal noch. Du hast noch geredet. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Ich habe nicht genug. Dann wirst du es abarbeiten. Fangen wir an. Ey, ich hab den... Na egal. Na, probieren wir es halt. So schlecht sind wir nämlich gar nicht. Das war nicht so gut. Die Theresa war ja auch schon ein bisschen besser. Schwankt ganz schön, der Heinrich. So schlecht sind wir gar nicht, aber... Mal, das war kein guter Start. Aber wir haben 10 Punkte, wir haben mehr, glaube ich. Das habe ich nicht erwartet. Ha! War vermutlich nicht dein Tag, Herr. Ich sagte ja, meine Hand ist steif, seit ich beim letzten Jagdausflug vom Pferd fiel. Ha! Was gibt's da zu grinsen? Ich denke, du schuldest mir eine Revanche. Wie wäre es mit einem Duell auf dem Übungsplatz? Wenn du willst. Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Wie so ein Schnösel, der hier immer noch sich aufspielen möchte gegen Leute, die nicht so gibt. Na, jetzt hör mal auf. Ach, zu langsam. Keine gute Idee. Musst du jetzt weinen? Weiternehmen. Ah, ich habe aber jetzt auch mal abgewehrt. Schneller als ich. Mau sauber. Herrgott. Hier. Finte. Hast du es mir wirklich gegeben, Schmied? Das war wohl nicht mein Tag. Alles in Ordnung, Herr? Mach dir wegen mir keine Sorgen, du verlauster Bauer. Wir sehen uns wieder.
Behalte den Bogen. Er hat seine besten Jahre sowieso hinter sich. Ha! Ich hab im Bogenwettstreit und im Schwertkampf gewonnen. Wie geil war das? Aber es hat wirklich gut geklappt. Ich hab, wenn man sich da mal drauf konzentriert, ich war beim ersten Mal wirklich nicht gut im Kämpfen und aber jetzt ein bisschen zugehört, was der Bernhard gesagt hat, ein bisschen drauf geachtet, auf die Bewegungen, meine eigenen Kombos probiert. Wie geil war das denn? Hast du das gesehen, Bernhard? Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Er hätte mich nicht herausfordern sollen. Vorsicht! Du magst unter Herrn Ratzigs Schutz stehen, aber es wäre weise, auch die anderen Adligen auf deiner Seite zu haben. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Hat er schon recht. Muss jetzt nicht übermütig werden. Aber ich bin gerade schon ein bisschen gehypt, dass das einfach geklappt hat. Das ist schon sehr cool. Es freut mich echt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und jetzt mal kurz ins Inventar gucken. Wir haben jetzt hier die Armschienen. Genau, wo ist der Bogen, Herrn? Jawohl, das ist ein richtig guter Bogen, den wir haben. Der ist viel wert. Ein feiner Jagdbogen. Wir müssen nichts abarbeiten und nix. Ja, wie geil ist das denn? Okay, jetzt fahren wir zum Vogt, ins Rathaus. Welches Haus ist das Rathaus? Da hinten das. Machen wir erstmal den Auftrag. Aber nicht vergessen, dass wir nochmal zu Bernhard zurückkommen, um noch besser zu werden. Nochmal gucken, unsere Stats sind, glaube ich, auch nochmal besser geworden sogar. Verteidigung haben wir jetzt 3. Perfekter Block mit voller Wucht auf Level 4. Angriffe zu blocken kostet meine Gegner 15% mehr Ausdauer. Nice. Waffenbrecher. Ja, ich bin ein bisschen gehypt gerade, dass wir hier auf gutem Weg sind. Vitalität, Agilität, Stärke. Stärke 3. Können wir nicht jetzt schon den Schild benutzen sogar? Dafür braucht mir doch, glaube ich, Stärke 4. Okay. Aber guter Anfang. Sehr schön. Mal den Weg hier oben lang gehen. Das ist super cool. Voll gut. Sehr, sehr schön. Da ist der Hans. Ich weiß nicht, ob der richtige Zeitpunkt ist. Manchmal muss man jemanden auch ein bisschen Platz lassen einfach. Ein bisschen, ne? Wenn es jetzt gerade nicht so gut lief, muss ich mich da nicht aufdrängen. Lass ihn aber lang gehen, jetzt ihn noch blöd ansprechen. Das wirkt dann so ein bisschen nachtreten. Ne? So Klugscheiße, das muss ja nicht sein. War so ein bisschen so ein arroganter Schnösel, hat mich herausgefordert. Aber am Ende war er dann fair, hat mir den Bogen gegeben und das anerkannt, dass ich gewonnen habe. Von daher, das ist erstmal okay. So. In der nächsten Folge werde ich dann schön zum Vogt gehen. Mal gucken, was wir da zu tun haben. Mal schauen, in der Stadt mich noch ein bisschen umsehen. Gucken, welche Quests anstehen. Vielleicht nochmal trainieren, damit wir zum Meisterschwertkämpfer werden. Ich glaube, Heinrich ist auf dem besten Weg hier. Ja, seinen Start in sein neues Leben. Ein, weiß ich gar nicht, ein Ritter zu werden. Ein hervorragender Kämpfer. Ein Held. Eine Legende. All das. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.